Ihr habt gehört, was Boudica gesagt hat. Wir spähen, wir legen Fallen, wir bleiben wachsam. Wir haben zahllose Sichtungen von Römern in diesem Gebiet. Wir haben ihren General verloren und wollen ihn zurück. Wenn ihr was hört, irgendwas, schlagt Alarm. Noch Fragen? Lasst es hier! Was haben wir denn da? Haben uns wohl verirrt, was? Römische Abschau! Muss es von Barbaren nur so wimmeln. Hier kann ich nicht herüber. Götter, welch Schicksal droht mir. Doch durch Fallen oder Strangulierung. Das müssen die Überreste der 4. Legion sein. Lässt uns den Haus nach Schatten jagen. Du bist auf Waldpatrouille, weil du ein Depp bist. Ja, wir beide. Hierher kommt keine... Wir haben einen! Ein Centurio! Das gibt eine Monstrophäe! Komm schon, Römer! Hallo? Was ist das denn? Du bist nach deiner Verspätung, Römer! Ja, fahr deiner! Er wird sein letztes Opfer sein! Oh!
Mann! Legion wäre auf dem Weg zum Aquädukt. Mal sehen, wie sie an den ganzen Bogenschützen... Reißt ihm das! Hallo, Römer! Allein? Wo versteckt sich deine Legion? Lang. Ihre Legionen nähern sich. Stellt eure Bogenschützen an der Straße auf und schießt auf meinen Befehl. Ja, Herrin. Hier muss ein Weg nach oben sein. Yeah!
Der Weg ist frei. Vorrücken! Das hier runterschieben. Du hättest nie herkommen sollen. Jetzt wirst du hier sterben. Ich bin mitleidig. Und mein Gegenüber umgebrochen. Für die Unschuldige. Frauen und Kinder! Und wie glaubst du, wurde euer Reich errichtet? Wir haben euch nicht gebeten, hierher zu kommen. Deinem Tod!
Hügel! Herr? Ich muss mich beeilen. Sie können die Stellung nicht lange halten. Thank you.
ab! Ein einziger Mann! Die Briten werden niemals Frieden mit uns schließen, wenn wir sie so behandeln. Das müssen Prätorianer gewesen sein. Halt! Freunde Roms. Ich präsentiere Basilius, Sohn des Kaisers. Vitalia! Glückwunsch zu deiner sicheren Ankunft. Nur ein wenig später und du hättest den ganzen Spaß verpasst. Ich hoffe, deine Reise war nicht allzu beschwerlich. Herr, ich würde gerne... Meine Prätorianer übernehmen. Wachen, ergreift den britischen Abschaum. Eure Hoheit, ich muss protestieren. Falls du es nicht bemerkt hast... Mein Bruder Commodus wird noch vermisst. Ich werde herausfinden, was diese Wilden mit ihm gemacht haben. Wir Briten lebten in Frieden unter dem alten römischen Häuptling. Aber dieser Häuptling Commodus, Sohn eures Königs, ist böse. Er verdient das Schicksal, das er jetzt erleidet.
Mehr habe ich nicht zu sagen. Ihr Briten scheint wohl nicht so zu lieben, wie wir Römer es tun. Deine Tochter? Sie ist wunderschön. Peitscht sie aus, bis er redet. Oder sie stirbt. Was immer zuerst eintritt. Nein! Nicht, Harry! Fragst es! Du wagst es. Ich bin der Sohn des Kaisers. Und ich tue, was immer ich will. Bitte! Nein! Bitte! Verschont sie! Ich sage euch alles! Häuptling Commodus wurde an den gehörnten König im Norden verkauft. Hinter dem Wall. Bitte, lasst meine Tochter gehen. Ich flehe euch an. Seht ihr? Es gibt nur eine Sprache, die diese Menschen verstehen. Die Sprache der Gewalt. Ihr werdet euren Häuptling in der Dunkelheit hinter dem Wall finden. Wo bedrohliche, karge Berge aufragen, über schwarzen, endlos tiefen Seen. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausen dort. Von denen, die dorthin ausziehen, kehren nur wenige zurück. Oh, wie aufregend. Vitalion, ich habe eine Mission für dich. Führe deine Männer nach Norden zu den bedrohlichen Bergen. Bring meinen Bruder zurück. Wachen, sperrt die Gefangenen ein. Die Männer bereit machen! Ihr habt den Kommandanten gehört! Bereit machen zum Abmarsch! Centurio! Formation, Männer! Und keine Rumpen! Wir marschieren gen Norden. Ja, Herr! Vitalion führte unsere Truppen weiter gen Norden über die Grenzen unseres Reiches hinaus bis ans Ende der Welt. Wir kämpften gegen Krieger, die mehr Tier als Mensch waren. So fürchterlich, dass selbst Roms Elite-Legionen sie nicht befrieden konnten. Oswalds unheilvolle Worte verfolgten uns, als wir immer tiefer in die unerbittliche Dunkelheit marschierten. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausten dort. Von denen, die sich dorthin wagten, kehrten nur wenige zurück. Diese Festung. Glotzsprung. Angeblich ist es ein Tor direkt zum Hades. Ein Ort voll Feuer und Tod. Ich fürchte, das, was hier am Rande der Welt passiert, auch Rom selbst bald erreichen wird. Konstrukteure, weicht die Fälle ein. Antonius die Stränge, Otto sicher die Balken. Wir rücken zur 10. Stunde aus. Ja, Herr.